Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Secret of Mana. Ja, wir sind schon wieder im Himmel. Ja, ganz neue Aufnahmesession, eine Woche später und ich habe hier auch ein paar Gedanken gemacht, Erkundigungen eingeholt und so weiter. Ich habe sogar eine kleine Minikarte hier eingezeichnet, wo ich was finde. Ich weiß jetzt, wo es weitergeht, wo dieses ominöse Dorf ist beim Schicksalsberg. Das kriegen wir alles hin. Hieß der Schicksalsberg? Ich glaube, es hieß Schicksalsberg. Ich weiß schon gar nicht mehr genau. Jedenfalls gibt es noch zwei Dinge, die wir vorher noch erledigen können. Die habe ich nämlich auch rausgefunden. Und die sollten wir vielleicht auch tun. Aktuell bin ich hier noch beim Pilzdorf. Hier bin ich gerade gestartet. So, jetzt muss ich erstmal gucken, ob ich jetzt diese Position überhaupt finde. Einmal würde ich ganz gern zum Elfenteich zurück. Ihr erinnert euch? Das ist ja da, wo wir einige Male schon gewesen sind, wo Bertie der Schmied ist. Wir wollen aber nicht direkt zu Bertie. Hier, genau. Hier sind diese Wasserfälle. Und hier ist der Elfenteich. Wenn ich hier lande, müsste ich da eigentlich hinkommen, genau. Und da wollen wir eben rein, denn da gibt's was. Hi. Oh, eben tot, ne? Aber das ist ja wieder mal das Kiki-Kram, ja, Kinderkram. So, hier mal eben rein. Ich weiß nicht so hundertprozentig, was es da gibt, aber anscheinend hatten wir wohl... hier bin ich in der falschen Hülle. Anscheinend hatten wir wohl mal den Auftrag... irgendwie was zu holen oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Das Problem ist, ich habe mich da erkundigt auf dem, bei dem Video, was auf Englisch war. Und ich habe die Zusammenhänge nicht mehr ganz verstanden. Jedenfalls sind oder ist derjenige, der es gespielt hat, dann hierher zurückgegangen. Und hat noch einmal mit dem, mit dem einen Zwerg gesprochen, der da bei diesem großen Loch steht. Bei dem Abgrund. Und da gab es irgendwie anscheinend noch einen Orb oder irgendwie eine Belohnung. Den Orb glaube ich nicht, aber irgendeine Belohnung gab es da. Deswegen, ich will einfach nur mal kurz mit dem quatschen. Sofern der noch da unten steht. Der steht da. Und der gibt uns wohl irgendwas. Ich weiß gar nicht warum und wieso, weshalb. Mal gucken, ob das stimmt. Und wie war es bei den Dieben? Gut, dass ihr vorbeigekommen seid. Ich habe ein Geschenk für euch. Dieser Hammer hat magische Kräfte. Schrumpfhammer erhalten. Das ist sehr interessant. Ist das eine extra Waffe? Mal kurz gucken. Nee, da. Schrumpfhammer. Ich glaube, ich probiere ihn jetzt mal nicht aus. Irgendwann werde ich ihn mal ausprobieren, denke ich. Aber ich weiß nicht, was der macht. So, das ist die eine Sache. Ne? Schön. Okay, kann man ja mal mitnehmen. Wer weiß, was das macht. Die andere Sache ist, dass... Moment, ich überlege gerade. Genau, wir müssen noch mal zur Südstadt oder zur Nordstadt. Das gab es ja beides. Ich meine, das zweite wäre... Südstadt, ne, Dorf heißt das, Norddorf und Süddorf, ne? Jedenfalls, ich glaube, wir müssen ins Süddorf, das zweite. Und da war doch diese eine Story, wo wir diese Heidi gefunden haben. Und die haben wir doch zum Arzt gebracht. Und tatsächlich ist es wohl nicht ganz unwichtig, was ist das eigentlich? Ach, das war der Zappelgürtel, richtig. Es ist wohl nicht ganz unwichtig, nochmal beim Arzt vorbeizuschauen. Dann können wir nämlich sehen, dass es Heidi wieder besser geht. Und als Dankeschön kriegen wir von ihr noch was. Ich glaube, ein Orb. Ja, das wusste ich aber halt natürlich alles nicht. Das hat, also diese beiden Sachen habe ich jetzt zu mehr oder weniger zufällig in Erfahrung bringen können. Und ja, ne? Also nicht böse sein, das ist ja eigentlich kein Spoiler oder so. Ich hätte es sonst einfach verpasst. So, ist das hier schon diese obere Insel? Ich gucke gerade mal eben, weil da müsste jetzt noch so eine Eisinsel sein. Ja, ich weiß es nicht. Scheiße. Ja. Wahrscheinlich ist das diese kleine Insel, die hier... ich gucke gerade mir das mal an. Möglich, dass es diese Insel ist, die ich meine. Da gibt es normalerweise zwei Orte. Oben ist... Ist das hier unten Südstadt? Ich gehe dabei kurz runter. Ich weiß es jetzt gerade nicht genau. Nur mal eben gucken. Ich weiß nicht, was das hier gerade von Ort ist. Wo bin ich jetzt hier? Zurzeit kein Zutritt. Das scheint das Imperium zu sein, ne? Okay. Wenn ich das jetzt nicht finde auf Anhieb, dann ist es halt nicht so schlimm. Ich glaube, dass das hier das Imperium ist. Dann dürften wir aber gar nicht so weit weg sein, ne? Von Nordstadt und Südstadt. Also, das ist das. Ich guck, ich bin mir echt nicht sicher. Gut, da müssen wir ja nicht zwingend hin. Vielleicht bringe ich das irgendwo anders nochmal in Erfahrung. Darf ich hier nochmal hin? Ne, da ist anscheinend nichts. Okay. Wieder hoch, bitte. Von oben sieht der Drache halt so merkwürdig aus, ne? Hier ist übrigens das Ort. Der Ort, wo wir hin sollen. Dann bin ich hier aber... Auf einer ganz anderen Insel. Okay, dann bin ich hier nicht richtig. Moment, ich suche mal ein paar andere. Ich weiß, da müssen wir gleich hin. Da geht dann der Story-Fortschritt weiter. Ich will mal eben kurz gucken. Das ist dieser Fleck, der da, glaube ich, gemeint ist. Das müsste doch hier jetzt irgendwo noch landen.
Ich kann mal kurz auf die Karte gucken. Es ist gleich ein bisschen einfacher. Genau, das ist jetzt... Moment mal eben. Ich muss mal eben das hier ein bisschen so drehen. Ich habe hier eine aufgezeichnete Karte und ich weiß... Das ist doch diese Vulkaninsel. Genau. Und ich... Ah ja, ich muss hier hinten rüber. Warte mal. Das Ding auch nicht. Ja, ich glaube, das ist schon richtig. Oh mein Gott. Hier unten? Nee, das ist doch die große Insel. Das ist die große, die meine ich gar nicht. Ah, hier rechts muss ich hin. Da. So, und ich meine, dass hier unten, dieser grüne Klecks da, das müsste wohl Südstadt sein, hoffe ich. Komme ich denn da irgendwie hin? Kann ich das ansteuern? Na toll. Ah, ich glaube, habe ich das jetzt markiert? Ist das Grüne da oben jetzt das Ziel? Ich weiß es nicht. Ich fliege da mal eben hin. Einfach auf das Grün. Da war dieser Turm, ja. Da bin ich auch gerade eben gewesen, ne? Da bin ich gerade eben gewesen, genau. Das ist nicht so clever. Ich wieder hier. Tut mir leid, ich komme mit der Karte leider überhaupt nicht zurecht. Ist das jetzt diese kleine Insel? Ich bin total überfordert hier. Also wie gesagt, ich weiß mittlerweile, wo wir hin müssen. Das ist nicht das Problem. Ich möchte nur gerade gerne rausfinden, wo bin ich? Ich gucke mal kurz auf die Karte. Jetzt bin ich... wo bin ich denn? Da bin ich jetzt. Eigentlich ist ja genau das Ding, was ich finden will, ne? Ja, also eigentlich muss ich mich nur ein bisschen drehen. So. Dann müsste hier eigentlich jetzt irgendwo Südstadt sein. Oh Gott, ich glaube nicht. Ja, ich werde jetzt einmal versuchen, hier noch was anzusteuern. Und wenn es das nicht ist, dann ist es so. Dann gehen wir woanders hin. Wo bin ich jetzt hier? Mal eben kurz gucken. Keine Ahnung. Ja, das ist gar nicht mal so. Ich glaube, das ist richtig, ne? Nee, das ist das Kleinere. Wo bin ich hier? Südstadt ist ein wenig kleiner als Nordstadt. Ja, ich müsste praktisch jetzt nach Nordstadt. Moment. Okay, ich bin schon mal auf dem richtigen, Kontinent. Das kriegen wir hin, denke ich. Und wenn nicht, dann ist es halt so. Aber ich würde es ganz gerne nochmal eben abarbeiten, bevor es dann mit der Story weitergeht. Sonst vergesse ich das nämlich immer wieder. Okay, wenn das jetzt praktisch Südstadt ist, dann ist hier oben jetzt Nordstadt, hoffe ich. Das hier, oder? Oh Gott, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig. Mal gucken. Nee, aber wir sind hier nicht verkehrt. Wenn wir jetzt hier runtergehen, sind wir doch in Nordstadt, ne? Da habe ich... Ja, genau, hier habe ich doch die Heidi weggeholt. Passt. Genau. Und hier ist irgendwo der Doktor, wo wir Heidi abgeliefert haben. Bist du das gewesen? Nee, da ist keine Tür drin. Hier? Mal gucken. Ist das das? Heidi. Da ist, genau, sie spricht aber nicht. Okay, der Arzt. Heidi? Ich habe sie untersucht. Konnte aber nichts feststellen. Außer, dass sie sehr schweigsam ist. Toll. Aber ich dachte, hier gibt es doch nochmal eine Belohnung. Oder wir müssen hier später nochmal hin. Ich kann aber mal gucken. Ich mache mal den Trommelzauber. Ich mach das mal auf Alex. Alex ist klein. Ja. Super. Ob uns das für irgendwas hilft, ich weiß es nicht. Wir fliegen jetzt. Okay. Ja, war jetzt leider ein etwas sinnloser Versuch. Tut mir leid. Also ich hatte irgendwo gelesen, dass man da nochmal hin kann, dass wir eine Belohnung von denen kriegen. Dann ist es halt so. Dann ist es so. Gut. Jetzt fliegen wir endlich Richtung Story-Fortschritt. So, ich muss nochmal in dieses eine Gebirge. Das hatten wir ja schon gesehen. Und in dem Gebirge ist tatsächlich so ein kleiner Ort. Ich weiß nicht, warum ich mich da letztes Mal so tot gesucht habe. So, ich muss nur diese Stelle finden, wo dieses etwas größere Gebirge ist. Hier. So, und da ist irgendwo tatsächlich ein kleiner Ort in diesem ganzen Gebirge-Ding. Der ist es nicht. Da? Oder bin ich im falschen... Da, hier. Da. Da ist ein Ort. Da fliegen wir jetzt mal rein. Und ich meine, hier geht's jetzt weiter. Das müsste Destinia sein oder so. Reden wir mal mit den Leuten. Hallo, ich bin immer noch klein.
Willkommen, Destinea. Ja, ja, komm weiter, Leute. So. Monster bewachen den Weg zum Gipfel. Ich hoffe, es ist Luna, dass es Luna gut geht. Kann ich mich eigentlich wieder groß? Werde ich wieder groß? Ja. Ich weiß noch nicht, wofür das ist. Vielleicht bringt das irgendwas. Der Mana-Baum wächst im Krater des Nebelvulkans, dem Zentrum dieser Welt. Aha. Wer bist du? Von überall kommen die Menschen, um unseren berühmten Tempel zu sehen. Mhm. Der Tempel ist auch bestimmt kein Dungeon oder so, ne? Ist das Bertie? Bertie! Und ihr wollt wirklich auf diesen Berg klettern? Ja. Haben wir aktuell einen Orb? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich mal kurz gucken. Es sieht nicht so aus. Nee, ist nichts abzugraden. Sorry, Bertie. Dann, hörst du? Luna und sein Assistent Ranul leben in einer Höhle auf dem Gipfel. Habe ich mit dir schon gesprochen? Und ist er... Achso, und ihr seid wirklich auf einem weißen Drachen hergeflogen? Ja, das ist richtig. Okay, mehr ist hier aber nicht drin. Gut, wir wissen, dass Bertie hier ist, was schon mal gut ist. Dann gucken wir uns mal den Ort genauer an. Für nur eine Mark lese ich euch aus der Hand, na? Dann eben nicht. Ich habe ja gar keine Entscheidung gehabt. Kann ich von hinten her? Ich dachte, ich könnte vielleicht von hinten aus ins Gebäude rein. Das gab es bei Zelda mal, dass man... Ah, nee, da wollte ich gar nicht lange. Dass man da, halt, erst wieder zurück. Dass man mal von irgendeinem Gebäude hinten aus rein kann, auch wenn man die Tür nicht gesehen hat. Du bist der Gleiche. Mana ist mächtig, aber nicht allmächtig. Die Menschen haben ihren Glauben verloren und Mana verliert die Kraft. So, so. Okay, hier ist ein normales Hotel. Da brauchen wir erstmal nicht hin. So, ist hier unten noch was? Ich glaube, das untere Gebäude habe ich mir noch nicht genau angeguckt. Weiß nicht, ob man da rein kann. Und ansonsten gehen wir oben in den Tempel, ne? Weil das ist ja immer eine gute Lösung. Da, oh, da ist ein Laden. Vielleicht gibt es hier was. Da mal gucken, was der uns anbietet. Ja, kaufen. Was hat er denn? Oh, hier gibt's Bonbons. Die konnte ich ja schon Ewigkeiten nicht mehr kaufen. Dann nehme ich mal ein paar mit. Sehr gut. Und was ist das? Der Hexenfetisch. Ich weiß nicht. Ich werde mal zur Probe einkaufen und gucken, was das bringt. Zauberumhang. Der kostet 11.000. Gucken wir mal, ne? Elfendiadem. Auch das nehmen wir mal mit. Da gucken wir erstmal, was das alles bringt, was ich da jetzt gekauft habe. Ne, das ist auch sehr teuer alles. Auf Wiedersehen. Ja, schauen wir mal. Also, Alex, Kleidung. Okay, das Elfendiadem ist natürlich besser. Dann tragen wir das mal. Der Zauberumhang ist auch besser. Gut, den nehmen wir. Und das Ding? Der Hexenfetisch, auch den. Ja, okay, hat was gebracht. Ich werde nochmal so ein Set kaufen und dann schauen wir mal. Wir verkaufen das erstmal, weil ich brauche jetzt, glaube ich, echt ein bisschen Geld. Da können wir den verscherbeln. Die können wir auch verscherbeln. Ich guck gerade. Aber wieso habe ich denn noch da einen von? Verscherbeln wir das, ne? Jo. Hm. Okay. Und ich kann einen Armreif verscherbeln. Den. Gut, wir haben wieder ein bisschen Geld. Jetzt wollen wir kaufen, genau. Jetzt hole ich mir noch einmal so einen Hexenfetisch. Aber den können wir wahrscheinlich alle tragen. Jetzt versuchen wir es mit dem Zauberumhang. Meinetwegen zwei. Und versuchen wir auch das Elfendiadem. Boah, da habe ich ordentlich Geld ausgegeben. Aber das Schöne ist ja, wir haben ja das Geld. Also wir können es uns ja theoretisch alles leisten. Ja, so, dann Nancy. Gucken wir bei dir mal. Nancy hat auch Klamotten, hoffe ich. Ja, da. Kannst du das Elfendiadem tragen? Oh nein. Kann sie nicht. Gut. Kann sie den Zauberumhang tragen? Oh ja. Sehr gut. Und sie kann auch bestimmt einen Hexenfetisch anlegen. Ja. Sehr gut. Na gut, aber gut, dann kann sie das eine Teil nicht tragen. Steffi. Steffi. Kann hoffentlich so einen Helm tragen. Ja. Ist gar nicht mal so viel besser, aber okay. Kannst du einen Zauberumhang tragen? Ja, sehr gut. Und einen Hexenfetisch müsste auch gehen, ja. Okay.
Dann verkloppen wir jetzt noch ein bisschen was. Also wir haben uns auf jeden Fall verbessert, denke ich. Schau, ja, den einen habe ich jetzt umsonst gekauft. Aber das Problem ist, ich weiß es halt immer vorher nicht, ne? Das ist es halt. Ich weiß es vorher nicht. So, dann den Tanga können wir verkaufen. Der war gar nicht mal so billig. Und den Mumienanzug da auch. Was auch immer das ist. Tigermantel. Den Mumienanzug. Sehr gut. Ja, und Armreife haben wir noch zwei Stück. Der kann weg. Ja, ein bisschen was haben wir ja noch an Kohle. Aber trotzdem, das war schon etwas teurer auf jeden Fall. So. Gut, dann lohnt sich das jetzt ja nochmal eben abzuspeichern, würde ich sagen. Und dann geht's auch endlich weiter mit Levelfortschritt. So. Genau, oben war die... das Hotel. Na, der Schlafplatz, wie auch immer. Pennen brauchen wir, glaube ich, nicht. Das habe ich, glaube ich, am Ende der letzten Folge noch gemacht. Ich hatte ja noch, ich bin ja noch viel offscreen rumgerannt, um zu suchen, was ich dann nicht geschafft hatte. Also ich habe den Ort nicht gefunden. Aber, ja, ich habe keine story-relevanten Sachen mehr gemacht. Ich habe auch, glaube ich, keine Waffen-Orbs mehr eingesetzt oder sonst irgendwas. Das sollte eigentlich alles klappen. Wir gehen jetzt mal oben in den Tempel. So, dann schauen wir mal, was es hier so gibt. Hey. Meister Luna lebt auf dem Schicksalsberg. Dieser Tempel stammt aus der Epoche des großen Mana-Krieges. Die Orbs im Inneren des Tempels enthalten alle Aufzeichnungen darüber. Unsere Weisen nennen diese Orbs Video-Orbs, was auch immer. Wer bist du? Sein oder nicht sein? Das ist hier die Frage. Ja. Gott sei Dank sind es hier viele Leute. Das habe ich ja gerade. Nein. Mit dem habe ich doch gerade gesprochen. Ja. Da ist nichts. Okay. Mit euch hat. Ja, schön, dass ihr alle so im Weg steht hier. Ist da noch einer? Da auch keiner? Ja. Wer bist du? Ich denke, also bin ich. Ja, das ist alles sehr, sehr literarisch hier. Mädchen! Achso. Wolltet ihr nicht unseren Orden beitreten? Weiß ich nicht. Okay, da oben ist noch ein Typ, mit dem können wir nochmal schnacken und dann gehen wir mal in den Dungeon rein, ne? Mal gucken, was uns da erwartet. Ich bin sehr gespannt. Omelette. Ich wusste, dass jetzt irgendwie so ein Blödsinn kommt. Und? Dungeon? Nö, erstmal nicht. Da ist eine Tür. Oh Gott, da oben sind ganz viele Orbs. Boah, müssen wir die alle aktivieren? Ach du Scheiße. Na gut, wir haben ja reichlich Zauber, ne? Hm, gucken wir mal. Wollen wir mal gucken, was es hier gibt? Aha, wahrscheinlich ist diese Tür erst auf. Okay, achso, geht's noch weiter. Moment. Hui. Hi. Ich bezweifle, dass der Wahrsager Luna euch heute empfangen wird. Hm. Dann eben nicht. Nee. Ja, sollen wir das jetzt mal versuchen, das alles anzuzaubern? Müsste ich ja notfalls eine Walnuss fressen. Das ist jetzt die Frage, ne? Dann versuchen wir es mal. Also. Boah, soll ich die alle... Habe ich jetzt schon Steffi? Ne, jetzt habe ich Steffi. Okay, was zaubern wir denn mal Schönes? Fangen wir mal mit... Boah. Fangen wir mal mit Froster an und machen mal Frostwelle. Geht gar nicht. Okay. Das nimmt mir die Entscheidung ab. Ach so? Die gehen alle nicht. Das ist ja eigentlich ganz gut. Ja. So ein Elektra? Okay, das ist nicht so gewollt. Ja gut, dann gehen wir hier natürlich erstmal weg. Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet tatsächlich. Ist auf der linken Seite auch noch eine Tür gewesen? Ich glaube nicht, ne? Nee. Dann kommen wir hier noch gar nicht weiter im Tempel. Nancy, du stehst im Weg. Dann gehen wir mal in Richtung unten aus dem Dorf raus. Na gut, dann lassen wir den Tempel erstmal in Ruhe. Vielleicht brauche ich auch erst noch was, um alle zu aktivieren. Vielleicht gibt es ja noch eine vierte Kraft, von der ich aktuell noch nichts weiß. Können wir nach unten raus? Ja, können wir. Wo geht's denn da lang? Aha. Ui. Oh, neue Wespen, neue Blumen.
Ah, ich glaube, gegen die kommt man schon ganz gut an. Ach. Eieiei. So. Eine Napalmwespe. Ernsthaft. Okay. Weg ist das Ding. Okay, ja. Die halten schon ein bisschen mehr aus jetzt. Aber es ist ja auch gut so. Die blauen hier, das sind die Blumen, ne? Ja. Okay, jetzt konnte ich gerade nichts machen. Läuft. Gut. Ja, gut, der verzaubert mich halt ein bisschen. Ich kann damit leben. So, und da ist eine Höhle. Da gehen wir vielleicht gleich rein. Gucken uns erstmal weiter um. Wir wissen, was hier noch so ist. Oh, ich habe Level 34 erreicht. Sehr schön. Übrigens tatsächlich in dem Video, was ich gesehen habe, da waren die schon etwas höher gelevelt, die Charaktere, als meine hier. Das heißt, ja gut, ich habe jetzt auch nur am Anfang einmal offscreen gelevelt, als wir beim Elfenteich dann, nee, bei dem Feuerdämon nicht weiterkamen. Ansonsten, ja, schauen wir mal. Ich denke mal, dass ich schon zurechtkomme mit meinem aktuellen Levelgrad. Da geht es auch noch hoch. Bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob ich in die... Oh, da geht's weiter. Hätte ich in die Höhle gesollt. Dann gehen wir mal kurz in die Höhle gucken. Das ist ja nichts. Ja, war klar, dass ihr jetzt alle wieder da seid. Au. Tötet sie alle. Und, wer hat gerade Level up? Keiner. Hä? Ach, Nancy's Waffenlevel ist... Axt erreicht Level 4, sehr gut. Das ist natürlich perfekt, wenn die... Oh, und mein Waffenlevel ist auch gestiegen. Das ist sehr, sehr gut alles. Was bist du? Am besten gar nicht zum Kämpfen kommen lassen. Dann wissen wir auch nicht, was der macht. Satansmaske. Okay, die lässt sich relativ schnell besiegen. Ach, euch kennen wir ja. Das scheint aber ein normaler Dungeon zu sein. Okay, schauen wir mal, ne? Gut, wir haben zwei Durchgänge anscheinend, links und rechts. Böse Falle, ja. Alter! Der hat mir aber ganz schön... Moment, was mache ich denn? Nancy, mach du mal. Nancy... Wo ist denn Nancy's Zauber da? Machen wir mal Kraftwasser. Auf Alex, bitte. Ja, das reicht. Dankeschön, das Kraftwasser heilt mich... Boah, halt mittlerweile bis 600, ne? Geil. Ach, der ist oben. Jetzt sehe ich das erst. Okay, alles klar. Dann fangen wir mal rechts an mit dem Gucken. Oh, Feuerklinge. Dark Ninja. Richtig, die kennen wir ja noch. Ja, draufhauen. Also, ich möchte schon gerne töten. So. Nancy erreicht Level 34, sehr schön. Was das Ganze hier wohl bringt. Oh, hier ist doch eine Axt erforderlich. Ach, die Grabscher. Ach, guck mal an, anscheinend kann man die auch mit dem... Oder hat Nancy das gerade... Das hat Nancy gerade platt gemacht anscheinend, sehr gut. Ha. Sehr gut. Oh, hier ist was. Haben wir sowas wie Bomben? Ich weiß gar nicht. Bomben... Ich überlege gerade, was könnte man das denn kaputt machen? Mit der Axt vielleicht? Mit einer Klaue? Ein Speer? Vielleicht mit Pfeil und Bogen? Mal kurz. Nee, damit nicht. Na, vielleicht tatsächlich... Vielleicht am ehesten mit der Axt? Nee. Okay, dann nicht. Ja, dann lassen wir die mal. Ach, da ist ein Schalter. Ah, okay. Da ist ein Schalter. Nancy, kannst du hier mal gegenkloppen? Nee, das mache ich das so. So. Dann gehen wir eben hier lang. Ich will auf den Schalter auf jeden Fall drauf. Bam. Hohoho, das, wir ziehen aber auch gut ab. Das ist echt geil.
Das macht Laune. Zack. Zauberschild. Wie ihn das einfach mal nichts gebracht hat, ne? Da. Okay, der macht schon mal das Gitter auf. Auch nicht schlecht. Aber das ist schon wieder so ein Irrgarten, so ein Labyrinth hier. Das ist eigentlich schon schön, ja, aber auch verwirrend. Okay, sind wir hier. Boah, Chaosritter ist erledigt. Wow! Im wahrsten Sinne des Wortes erledigt. Und da ist wieder so eine Satansmaske. Und Steffi erreicht Level 34, sehr gut. Oha, da ist eine Truhe. Kümmert euch bitte um den, danke. 1000 Geldmark gefunden, ja, ist doch schon nicht schlecht. Wie die einfach mal keine Chance haben, das ist super. Na du? Ah, Zauberschild, klar. Komm her. Sehr schön, Wächter mit. Okay, jetzt sind wir einmal rumgelaufen praktisch. Ja, jetzt kommen wir hier wieder raus. Was eigentlich ganz gut ist, dann haben wir auch immer wieder so einen Kreislauf. Oh, scheiße, jetzt kann ich oben lang und ich kann unten lang. Wir gucken mal eben hier, was hier ist. Was ist hier jetzt besser? Ein Moment. Ich sehe gerade, ich kann ja hier auch noch lang. Ha! Ich kann ja hier auch noch lang. Drei Gänge haben wir jetzt hier schon wieder. Nancy, du sollst noch mitkommen, bitte. Nancy. Ey, das ist unglaublich, ne? Danke, dass du mitkommst. Das ist sowas von nett von dir. Wir gucken erstmal hier lang, denke ich. Okay, da ist tatsächlich nichts. Also wir haben unten Eingang, wir haben oben Eingang. Ich gehe erstmal oben lang. Also hier wieder. Warte mal, ich hab gerade eine Vermutung. Ich gehe mal eben unten lang, nur um zu schauen, ob das wirklich der Rückweg wieder ist. Ne, sind wir hier. Da ist aber tatsächlich nichts. Okay, ist eine Sackgasse. Alles klar. Gut, dann sind wir oben auf jeden Fall richtig. Mir ist es einfach wohler, wenn ich weiß, wir haben nur einen linearen Weg. Nancy! 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 So. Komm, wir töten mal ein bisschen. So. Chaos Ritter ist erledigt. Jetzt machen wir den. Wie heißt der? Turbo? Ne, nicht Turbo, oder? Schön. Ninja. Nicht Turbo Ninja, oder? Irgendein Ninja. Er hält schon ein bisschen was aus. So, ich glaube, das ist bisher immer noch der einzige Weg. Wenn man davon absieht, dass wir ganz am Anfang, glaube ich, hätten noch einen Weg gehen können. Okay. Oh, da kann man rüber. Ich sehe es gerade. Beziehungsweise, ich sehe aber nur einen. Nee, man kann nur von der anderen Seite hier rüber. Aber ich kann nicht auf die andere Seite. Okay. Na gut. Dann gehen wir erstmal weiter. Hi. Macht ihr den rechten? Ich mache den linken. Oder so. Geil. Das ist super. Ich brauche gar nichts tun. Ja. Oh. Oh, da ist jemand klein. Die kann trotzdem noch schlagen. Das ist ja geil. Kann ich jetzt vielleicht den Zauber mit dem Hammer ausführen? Und sie wieder groß machen? Ja, geil. So, jetzt komme ich aber immer noch nicht weiter. Es ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Ich kann natürlich jetzt nicht rüber auf die andere Seite. Tja. Also ich könnte von hier aus auch... Ja, wahrscheinlich macht der Schalter die eine Wand auf. Ja, ja, okay. Gut, dann kommen wir hier nicht weiter. Was natürlich ein Problem ist. Da muss ich einmal ganz in die andere Richtung zurück. Boah. Okay, ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Es
Steffi ist verbrüht. Nicht gut. Jetzt kommt weiter. So. Dann. Was machen? Dann gehen wir wieder zurück, ja. Es gab doch ganz am Anfang noch einen anderen Tunnel, den ich jetzt wahrscheinlich gehe. Müssen wir echt ganz zurück, ne? Ja. Ja, ist halt so. Es ist leider ein wenig mit Backtracking und so verbunden, wenn man den richtigen Weg nicht hundertprozentig kennt. Wobei, ich habe ja einen Schalter sogar aktiviert, der irgendwas gemacht hat. Stimmt, das Haupttor am Anfang ist auch auf, glaube ich. Richtig, da war doch was. Bam. Ja, das nicht. Habe jetzt gerade keinen Nerv drauf. Wenn ihr mit eurem blöden Zauber anfangt... Oh.